25. Februar, später Abend. Während Yarlan und Torgosch sich ans Zelanda zurückgezogen haben, um dort die Annehmlichkeiten zu genießen und die Ärzte zu konsultieren, gehen Abelmir und Ömer durch die nächtliche Stadt zur Bibliothek des Hesindetempels, dem Pentagon. Dort wollen sie Ragnar unterstützen, um mehr über die Illusion zu erfahren. Und damit auch beginnen wir auch. Ihr könnt dann mit der Führung von Ömer den Weg relativ einfach beschreiten. Es ist nicht so sehr, dass Ömer sich hier gut auskennt, aber ganz generell kann er sich gut in Städten orientieren und weiß dann, durch welche Gassen man schreiten muss oder auch nicht. Und daher trefft ihr auch zur nächtlichen Stunde dann hier in dem Pentagon-Tempel ein. Könnt dann den Haupteingang betreten. Und dann in den hellen Sternensaal gelangen. Ja, die Form selber kommt durch die Wände, die hier sternförmig abzweigen, von der Mitte ausgehend. Es gibt noch eine Treppe nach oben. Fünf Abschnitte werden hier gebildet, in denen dann die Lesung, der Schulunterricht oder auch die Kunstausstellung stattfindet. Von oben gibt es nur wenige Geräusche. Hier könntet ihr noch ein paar Schreine erkennen, die dann zu ja, den Seitenkapellen gehören. Marder, Nandus, Nakhlador, Xeledon oder Rohal. Die einen oder anderen mal bekannter, mal unbekannter. Vielleicht für den gelehrten Herrn Abelmir sollten wohl alle bekannt sein, aber für Ömer, der wird wahrscheinlich nur Marder kennen. Vielleicht sogar Nandus. Und ihr könntet euch dann nach oben in Richtung der Bibliotheken begeben. Eine Wendeltreppe nach oben. Und dort werdet ihr nach kurzem Stöbern auch Ragnar erkennen, der dort mit Kopfschmerzen über Büchern lesen. Ja, könntet ihr ihn dort erkennen, wie er dort sitzt. Ich schnapp mir erstmal so ein Immerlicht oder ein etwas Artefakt wahrscheinlich, was ewiges Licht spendet, weil Fackeln und offenes Feuer ist wahrscheinlich erlaubt in der Bibliothek. Und näher mich Ragnar dann mal von hinten und tipp ihm so auf die Schulter. Ja, Ragnar würde tatsächlich eher nicht so wirklich sich darauf konzentrieren, irgendwas zu lesen, sondern da relativ gelangweilt aussehen und darauf warten, dass, falls der Gesindegeweihte irgendwann wiederkommt, dann wieder mit ihm zusammen nach irgendwelchen Bildern schauen. Derzeit sitzt er da und überlegt eigentlich nur, was er noch so alles hätte verdienen können. Hat zurzeit auch so eine Art Goldring an. Und schaut ihn sich an und überlegt, was der wohl wert sein könnte. Und als du ihm auf die Schulter tippst, fühlt er sich bei irgendwas ertappt und schreckt auf. Ja? Ragnar, ja, ich sehe, ihr bildet euch in den hesinianischen Idealen. Was habt ihr herausgefunden in der Zwischenzeit? Viel auf jeden Fall. Erzählt. Also das Ding hier, er deutet mal auf den Kugel, auf die Kugel, ist aus Meteoreisen. Hervorragend, hervorragend. Wisst ihr schon, was diese Zeichen bedeuten? Daran arbeiten wir gerade. Bei meiner früheren Betrachtung auf dem Platz vor dem Stadtrathaus fand ich heraus, dass diese Zeichen für Licht, Täuschung und Illusion allgemein stehen. Seht ihr diese Kerbe dort oben an diesem Finger? Ja. Ah, das ist ein Sayat-Symbol für Illusion. Okay. Sagt, hat dieser Hisingeweihte euch etwas über die nähere Beschaffenheit des Metalls? Hat er eine metallurgische Analyse durchgeführt? Mit hier was? Eine metallurgische Analyse. Das bedeutet, die Zusammensetzung dieses Steins bzw. der Metalle könnten Rückschlüsse geben auf den Hersteller. Also, das soll irgendwie so aus Teilen aus Meteoreisen und aus Teilen aus Arcanium bestehen. Interessant, interessant.
Während ihr euch gerade unterhaltet, kommt eine etwas ältere Person entlang geschlurft mit Hesinderobe, die allerdings von Tintenklecksen übersät ist. Weißer Bart, der dann eben auch in einem der Bücher sich verfangen hat. Hat er das wohl aufgeschlagen und trägt jetzt zwei dicke, schwere Wälzer zu dem Tisch, wo Ragnar sitzt. Zieht dann sein Bart aus den Büchern heraus und murmelt dann, das sind die Bücher, die ihr haben wolltet. Guter Freund. Ja, wunderbar. Ich habe mich noch nicht vorgestellt, den neuen Gästen. Walner Itzkok, der Wissensbewahrer vom Zirkel des Wissens. Ihr gehört zu Meister Ragnar? Ist mir ein Vergnügen, euer Gnaden. Ja, gewiss, ich höre zu Meister Ragnar. Ist es möglich, eine metallurgische Analyse durchzuführen? Habt ihr geeignete Laboratorien? Das haben wir sicherlich. Die Keller dort im unteren sind nun ja für Magier von eurer Güte. Er schaut auf dein Siegel. Euch selbstverständlich offen. Ihr werdet euch doch sicherlich damit auskennen. Aber wenn ihr Hilfe bedürft, heute Abend sind die Labore geschlossen, aber am morgigen Tage könnt ihr sicherlich wiederkommen. Verzeiht, Meister Ragnar, ich konnte euch nur die Theorie der Wahrnehmung und Beobachtung und die 100 Dinge zu Schrecken einen Dieb bringen. Von der Liber Metelesa haben wir nur ein Exemplar und das ist bereits ausgeliehen. Also, was heißt ausgeliehen? Wir verleihen keine Bücher, die bleiben alle hier, aber vor, ich glaube, 6 Stunden hat ein Magister danach gefragt, der dort drüben sitzt. Ihr müsstet ihn fragen, ob er das Buch dann an euch weitergibt, wenn er mit seinen Studien fertig ist. Ich schaue mal in die Richtung. Ist es eigentlich normal, dass in Hesinetempel spät nachts Studien betrieben werden? Ich weiß nicht. Also, wenn du halt weiter lesen möchtest, ein Hesindegeweihter würde dich sicherlich nicht rausjagen, wenn du Wissen sammeln willst. Es kommt eben auch immer auf den Zweig drauf an, zu welchem der Kreise du gehörst. Und ja, gut, der Pentagon-Tempel ist aktuell noch offen, ihr seid reingekommen und wenn ihr nicht rausgejagt werdet. Okay. Ich glaube, wir sind erstmal mit dem Studien der jetzt hier vorhandenen Büchern voll auf beschäftigt. Aber ich danke euch, Herr Jitzkock. Richtig? Richtig, Jitzkock. Ja, richtig. Sehr geehrter Herr, schaut mal den Geweihten an, der uns da die Bücher bringt. Wie ist das eigentlich? So eine Hesinderobe darf doch nur ein Hesindegeweihter tragen oder darf jeder eine Hesindegewand tragen, der will? Nur ein Geweihter. Okay, danke schön. Diese müssen sie auch tragen. Geweihte müssen offen erkennbar sein. Wobei, wenn ein Fexgeweihter sie nicht trägt, dann nimmt man es ihm wohl nicht ganz so übel, aber laut den Lehren muss ein Geweihter als solcher zu erkennen sein. Ja, dann noch eine weitere Frage. Warum heißt das hier Pentagon-Tempel und nicht Hesinde-Tempel im Mittelreich? Das ist etwas spezieller. Normalerweise sind Hesinde-Tempel 6-förmig. Dieser Tempel ist 5-förmig und nun ja, hat 5 Ecken. Warum das so ist, ist in den Annalen begraben. Er ist schon etwas älter, genauso wie die Stadt Gareth auch selbst älter ist. Und die Katakomben mögen noch einige Zeitzeugen bewahren. Ich kann euch gerne morgen ein paar Bücher dazu bringen, warum der Schlangenrat sich dazu entschieden hat, diesen Tempel als Pentagon-Tempel zu klassifizieren. Ich kann euch ebenso nicht nur Bücher geben, sondern eine Ausführung darüber halten. Das wird allerdings einige Stunden dauern. Ihr seid allerdings herzlich eingeladen. Ich kann leider nicht lesen, gelehrter Herr. Dann seid ihr willkommen, lesen zu lernen. Das werde dann allerdings nicht ich machen, sondern meine Eleven. Bestimmt werde ich irgendwann die Zeit dafür finden. Ihr müsst wissen, Gareth wurde ungefähr im Jahre 800 vor Bosbarans Fall gegründet. Zumindest taucht das seitdem in der Geschichte auf. Damals noch ein kleines Dorf im Mittwald. Ihr müsst wissen, dass dies vor langer, langer Zeit alles bewaldet war. Von Puni nordwärts bis in die dunklen Reiche der Orks. Ein gigantischer Wald.
Und wenn du ihn jetzt nicht unterbrichst, würde er dir auch zu später Nacht noch einen mehrerenstündigen Monolog darüber halten, wie auch immer, sitzt sich einfach daneben und hört sich das mal an. Der denkt sich so, er kann jetzt leider nicht wirklich was mit diesen Teilzeichen anfangen, aber die anderen beiden werden das schon machen und er hört sich dann lieber an, was der Mann mir so erzählt über vielleicht den Mittwald und die alten Geschichten. Denn er wird auch so solche Fragen stellen wie, was wird eigentlich für ein Aufsehen darum gemacht, dass irgendein Typ namens Bosbaran einfach mal hingefallen ist, weil es ist ja Bosbarans Fall. Und dann wird der Mann bestimmt die Hände im Kopf zusammenschlagen und immer alles erklären. Ja, er fängt bei der myranischen Besiedlung an, die ungefähr 1500, also du kannst dann, wie gesagt, Ömer ist jetzt gerade aus dem Rennen, während Abel, mir und Ragnar sich weiter unterhalten können und Ömer wird jetzt einen Monolog darüber bekommen. Irgendwann, wenn er dann Bosbarans Fall anspricht, geht er nochmal 1500 Jahre zurück und fängt bei der myranischen Besiedlung an. Ich bin gerade hin und her gerissen zwischen der Aufmerksamkeit, die ich den Büchern widmen muss und weil ich ja den Gewalt nicht beleidigen will und damit nicht zuhöre, so ein bisschen im Zwiespalt, was ich jetzt machen soll zuerst und mal beides. Schärfe. Neugier. Sekunde, ich kann einwürfeln. Sinnesschärfe, Gesellschaft ist Körper, wa? Ja. Da. Ja. Wagner würde übrigens währenddessen ein paar Wachsfropfen rausholen und sich dieses Buch 100 Dinge, Vega, Schreck 1, Dieb zu lesen. Ja, das könnte tatsächlich sehr relevant für dich werden, wenn du weißt, was dich weghält. Abelmir, du erkennst jemanden, das ist der Mann, auf den wohl Magister Itzkok gedeutet hatte. Das ist ein alter Bekannter aus Punin von dir. Ah! Ich stehe auf, lasse Buch sozusagen, schieb's auf den Tischwert zurück und gehe schleunigen Fußes zu dem Bekannten am anderen Tisch. Iolaus! Was? Oh, Abelmir, mein Freund. Was macht ihr hier in Gareth? Ich bin schon länger jetzt hier und... Moment, lass dich umarmen. Bein eingeschlafen. Ouch. Alles gut. Klopf dir auf die Schulter, auf den Rücken. Ihr wollt hier studieren? Was studiert ihr denn hier? Schönes, guck auf das Buch, was da liegt. Oh, ich habe mich natürlich sofort hierher zurückgezogen, um diese seltsamen Illusionen im Himmel zu erforschen. Interessante Sachen habe ich erfahren. Interessant, gefährlich. Also... Die Sachen, die hier passiert in Gareth letzten Tag, ich wurde schon überfallen und von Illusionen fast getötet. Also interessant würde ich das nicht nennen. Aber das hört sich schrecklich an. Aber ja, Gareth, du hast Gareth immer schon einen, du hattest immer schon einen Sinn für Gefahr. So könnte man es auch sagen. Gareth, eine furchtbare Stadt, zwar groß und aber weit entfernt von horasischen Standards. Nun ja, was soll man erwarten von den Reichern? Weswegen bist du hier? Ich bin in einer Gruppe unterwegs und wir untersuchen ein Phänomen einer Kugel. Vielleicht könnt ihr uns dabei helfen. Kommt einfach mit. Und Leute auf die anderen, die da stehen und den hinter den Geweihten. Natürlich. Ja. Bosbaran war gar kein Typ, der gefallen ist. Jetzt verstehe ich. Danke. Nein, mein Freund. Bosbaran ist der ehemalige Name der Stadt Winsalt, die sich aus den Ruinen von Bosbaran erhoben hat. Ja, und während er dann aufschaut, könnt ihr auch erkennen, wie Abelmir zusammen mit einem weiteren Magister auf euch zukommt, mit einer Beschreibung von Iolaus. Iolaus ist ein sehr hochgewachsener Mann von knapp 190 Halbfingern, hat lockige schwarze Haare, sehr hellblaue Augen, fast schon stählern, sieht ein wenig exotisch aus, kommt definitiv aus dem Westen, ähnlich wie Abelmir. Seine Kleidung ist hellgrau gehalten, eine Magierrobe, die eher als Toga zu bezeichnen ist als Robe. Und darunter trägt er sehr feste Kleidung, die für Kenner wahrscheinlich schon eher nach Naturrüstung aussieht. Und mit sich führt er einen langen, knorrig aussehenden Magierstab. Meine Freunde, darf ich euch meinen guten Bekannten und Freund Iolaus Rhaenyrus Phyrikos
Habe ich diesen Namen jetzt richtig ausgesprochen? Vorstellen? Ja, nennt mich einfach Iolaos oder Magister, je nach Präferenz. Ich habe ihn bei Studien in Punin kennengelernt. Ein führender Metamagier, könnte man sagen. In Punin. Zwinker dir dazu. Nun, ich will nicht angeben. Aber ich kenne mich ein wenig aus. Schaut doch einmal diese Kugel. Was könnt ihr mir darüber sagen? Oh, nun. Die erforsche ich auch schon seit 6 Stunden? Ja, ungefähr. Ich habe einiges darüber erfahren mittlerweile. Ihr habt auch eine Kugel gefunden? Die Kirche hier hat mir eine zur Verfügung gestellt zum Untersuchen. Interessant, erzählt. Nun, definitiv bestehend aus Meteoreisen und ihr seht diese Zaya-Zeichen dort. Nun, eines der Bücher, die ich gelesen habe, weisen darauf hin, dass eines für Täuschung steht, eines für Licht, eines für Geräusch. Definitiv ein, erweiterndes Artefakt. Interessant. Ich habe es versucht zu untersuchen, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass auf diesem Artefakt selbst nun nicht der Zauber drauf liegt, der die Stadt heimsucht. Nein, es ist ein Hilfsfahrenalikum. Phyrenalium. Ein, wie kann ich das ausdrücken, eine Sinnserweiterung für das eigentliche Artefakt. Interessant. Ihr meint also, es gibt ein Hauptartefakt und dies ist nur sozusagen ein Beiwerk, ein... Definitiv, ein Fokus. Ein Fokus, von dem aus alle Magie ausgeht und diese Kugeln hier sind nur dafür da, um die Reichweite zu erweitern. Fantastisch, habe ich nicht gesagt? Iolaos ist ein Experte. Und klopft dir wie auf die Schulter. Ich musste auch sehr viel nachlesen, definitiv. Oh, ich sehe auch, ihr habt dieselben Bücher, die ich benutzt habe. Sehr gute Lektüre, muss ich zugeben. Ja, unser guter Freund Ragnar war sehr wissbegierig. Nun, es ist aber auch nicht alles, was ich herausgefunden habe. Ich habe eine Theorie, was der eigentliche Fokus sein könnte. Ach, verzeiht, dies ist übrigens Ragnar und Ömer. Oh, er freut sich kennenzulernen. Ja. Guten Tag. Ragnar, der gerade über den schreienden Geldbeutel liest, schluckt ein wenig und schaut dann kurz ein wenig verwirrt aus und nimmt sich da die Wachsfropfen raus. Entschuldigung, was haben Sie gesagt? Das ist mein guter Freund Iolaos. Er kommt ursprünglich von den Zyklopeninseln. Ich habe ihn in Punin getroffen. Sehr erfreut, Herr Iolaos. Ragnar reicht mir die Hand. Erfreut, Herr Ragnar. Nun, wie ich bereits sagte, das eigentliche Artefakt scheint mächtiger zu sein. Viel mächtiger sogar. Ich habe einen Auszug gefunden. Schaut hier in diesem Buch. Beugt mich so rüber. Es hier erwähnt die Magierkriege und ein Phänomen, das in Grangor gesehen wurde, ja. Ein Artefakt namens Phantasmalogikon. Es soll Angst und Schrecken in der ganzen Stadt verbreitet haben. Und von der Beschreibung her ist es sehr ähnlich zu dem, was hier passiert. Interessant. Die Vergangenheit kehrt also zurück. Ja, ich habe einige Fragen gestellt. Angeblich, soll es in der Bibliothek der Hofmagier hier die These für dieses Zauberwerk geben? Doch auf Nachfrage hin scheint es verschwunden zu sein. Und zwar ziemlich zeitgleich mit dem vorigen Hofmagier. Dieser Galotta? Genau, das war sein Name, genau. Eben jener, dessen Bildnis wir am Himmel sahen? Nun, wenn meine Informationen stimmen, dann ja. Dann hat er wohl die These für dieses Artefakt hierher. Bei Yalan und Torgosch klopft es gerade an der Tür. Ich blick mal Torgosch an. Wartest du jemanden? Bestimmt wieder irgendwer mit Bier. Na gut. Herein! Bier ist gut. Herein! Die Tür öffnet sich von eurer kleinen Suite und hereintreten 3 Stadtwachen. Yalan greift den Mund vom Schnattermoor. Torgosch, Sohn des Xolmarsch.
Igna, Sohn des Arthur Grosch. Ihr seid festgenommen. Im Namen der Stadtwache. Aus welchen Gründen? Die Gründe wird euch der Hauptmann vorlegen. Folgt uns bitte. Natürlich. Der Herrn Zwerge, wenn ihr mir folgen möchtet. Ich bin mir sicher, die Sache klärt sich bald auf. Was heißt denn hier festgenommen? Weiß ich auch nicht. Wir gehen jetzt mal mit dem Langbeiner mit. Scheiße. Ich blicke nochmal nervös zu den beiden hinunter, ob wir jetzt keinen Blödsinn anfangen. Und dann geht's hinter der Stadtwache, ja. Verzeiht, meine Herren, ich muss euch leider bitten, die Waffen abzulegen. Zu unserer Sicherheit. Zu eurer Sicherheit. Selbstverständlich. Herrn Zwerge, ich fürchte, ihr werdet eure Waffen wohl hier lassen müssen. Nein, niemals. Was will er denn von mir? Bist du überhaupt und was willst du? Von mich richten nur Zwerge. Du bist kein Zwerg. Also was willst du? Meine Herren Angroschim, wie gesagt, die Anklage wird dann der Hauptmann selbst gegen euch erheben. Ich bin nur hier, um euch abzuführen. Kann ich auch dem Hauptmann meine Waffe geben? Nun, wenn ihr euch weigert, die Wachen abzugeben, dann werden wir euch Handschellen anlegen. Das wäre die Alternative. Das klingt scheiße. Ich mache derweil schon mal meinen Gürtel auf und hänge das im Zimmer an den Türhaken. Meine Herren Zwerge, wenn ihr doch bitte Waffen hier lassen möchtet. Scheiße! Das Ganze dauert sonst nur länger. Ja, ihr habt recht. Scheiß Langbeiner. Ja, meine Waffen legt die auf den Tisch und stell die da an die Wand. Ich leg meine Waffen nicht an. Da, stell die nicht so an. Mehr Eisen um meine Hände, das mag ich lieber. Ah. So ein bisschen zu dir rüber, Torgrosch. Schüttelt mit dem Kopf so ein bisschen verachtend. Lässt sich dann Handschellen anlegen. Mehr Eisen, besser als weniger Eisen. Und so werdet ihr abgeführt. Vor dem Selander stehen noch 5 weitere Stadtwachen, die euch dann in die Mitte nehmen und es geht durch die nächtliche Stadt. Ihr werdet geführt in Richtung des Pentagon-Tempels an der Arena vorbei und dort dann im Norden in ein anderes Gebäude, was euch bisher nichts sagt. Es ist schnörkellos, es gibt wenige Siegel oder so etwas, auch kein Logo oder Wappen der Stadtwache. Von daher werdet ihr einfach in ein etwas größeres Gebäude geführt, was sehr nichtssagend aussieht. Und dort kann auf alle Fälle Jalan den Hauptmann erkennen. Hauptmann Angenbruch. Der dir schon aus Kuntium und anderen Städten bekannt ist. Ich grüße ihn erst einmal. Hauptmann, ich dachte schon, dass das hier euer Werk sein würde. Greifenmund, willkommen. Nun ja, ich glaube, ihr könnt die Handschellen von diesem Angroschim abnehmen. Nickt dann den anderen Stadtwächtern zu, die werden einfach entlassen und gehen, ohne dass ihr in eine Zelle oder so etwas geführt werdet. Ich habe bereits gehört, dass ihr in der Stadt seid und eure Bekannten sind ebenso mit dabei. Einige zumindest. Zumindest von Ragnar weiß ich, dass er sich aktuell ein paar Meter südlich von uns befindet. Magister Jamorinus sollte ebenfalls dort sein. Nun, zu seinem Aufenthaltsort kann ich selber nichts genau sagen, nur wissen wir, dass er hier in Gareth ist. Ragnar und euch können wir allerdings sehr einfach bestimmen. Also gut. Wie könnt ihr mich und Ragnar sehr einfach bestimmen? Ich meine, ich gebe zu, ich bin nicht unbedingt sehr unauffällig, aber... Ragnar Ogilson. Den kann ich ja die Hälfte der Zeit nicht mehr finden. Nun, auch wir haben unsere kleinen Geheimnisse. Natürlich, natürlich. Aber seid euch versichert, wenn ihr euch irgendwo auf Avendurien aufhaltet, so werden wir genau wissen, wo dies ist. Ich nehme an, der Baron wünscht uns zu sprechen. Ich vermute, ihr wisst, warum ich euch einbestellt habe. Zu solch später Stunde. Wie ich bereits sagte, ich nehme an, der Baron wünscht uns zu sprechen. Der Baron hat aktuell leider Personalmangel. Die Ereignisse, die Gareth gerade heimsuchen, Bürokratie, Ignoranz, Personalmangel, die schwarzen Lande, die direkt an der Tür anklopfen. Es ist gerade einiges am Argen. Und da werdet ihr ins Spiel kommen.
Er geht einmal mit euch, ohne euch irgendwie zu weisen oder zu winken, durch ein paar Türen in einen anderen Raum, wo eine große Tafel angebracht ist, auf der eine Karte von Gareth liegt. Ich gehe dort hinein, schaue mich nochmal um, dass meine beiden vertikal herausgeforderten Begleiter ebenfalls mitkommen. Ja, ich schaue dich erstmal misstrauisch an. Wann geht's denn den Langbeiner denn? Wenn ihr Glück habt, gibt es Gold zu verdienen. Ihr mögt Gold, nicht wahr? Ja. Und dann tretet ein. Voll gemein misstrauisch. Wir haben in der Kürze der Zeit mit den uns zur Verfügung stehenden Mitteln und Agenten eine kleine Karte angefertigt. Mit den Ereignissen, die phantasmagorischen Erscheinungen, die sich am heutigen Tage zugetragen haben. Phantasmagorische Erscheinungen? Das klingt nach Magie. Illusion. Orks, allerdings auch anderes, Ratten, riesige Ameisen, alles, was die Herren so fürchten, teilweise, Feuer, brennende Tavernen, alles, was irgendwie erschrecken mag. Dämonen. Die Albträume sind von jedem wahr geworden. Dies ist die Karte. Das sind viele. Und das muss aufhören. Und wir fanden eine Perle. Schwarze Haus. Aus einem seltsamen Metall. Magister Jamorenis untersucht diese gerade. Fanden sich an all diesen Orten solche Perlen? Richtig. Dies sind all die Orte, an denen Perlen aufgefunden worden sind, genauso wie besorgte Bürger, die dann bei der Stadtwache diese Dinge meldeten. Die Stadtwache trug dann uns diese Vorfälle zu, woraufhin wir diese Karte anfertigten. Ausgenommen ist der Vorfall ganz am Anfang, denn dort waren überall Orks in der Stadt. Nun gut, wie finden wir heraus, wo die Perlen herkommen? Ich meine, hat Galotta sie einfach herbeigezaubert? Jemand von meinen Begleitern sah, wie ein Mann in augenscheinlich einer hessindianischen Robe diese fallen ließ. Er holt wohl gerade einen kleinen Zettel aus seiner Tasche hervor und beginnt mitzuschreiben. Ja? Nun, ich fürchte, viel mehr kann ich euch nicht sagen. Die Schrift darauf war wohl Zala. Ich weiß es leider nicht mehr. Der Pentagon-Tempel kann euch da weiterhelfen. An dem meine Begleiter gerade ihre Nachforschung anstellen. Hesindegeweihte. Über Hesindegeweihte wurde uns bisher nichts gemeldet. Zumindest nicht, dass sie auffielen. Wir stehen noch ganz am Anfang der Erforschung und wie gesagt, wir haben Personalmangel. Ich weiß, dass zwei Agenten von mir in der Stadt sind und daher ließ ich euch rufen. Natürlich. Wenn das Reich ruft, werden wir antworten.